Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch alle Lösungen der Woche 5 Deadpool Challenges zeigen. Eigentlich hatte ich ja schon ein anderes Video hochgeladen, weil ursprünglich bei den Challenges stand, dass der in 14 Tagen erst, also dass die nächsten Challenges erst in 14 Tagen kommen. Wahrscheinlich wird dann der Skin kommen. Jetzt sind allerdings immer die Challenges schon wieder draußen. Das heißt, kommt einfach wieder wie gestern schon Double Upload. By the way, hier wurde auch noch ein Kalender geupdatet. Und hier sehen wir schon, in 14 Tagen wird er eben halt dahin kommen. Das sollte eigentlich relativ klar sein. 2 Wochen eben halt noch genau. Und es wurde ja auch im Prinzip schon mit den 14-Tage-Countdown dort geleakt. Also denke ich mal, sollten wir den auf jeden Fall in 14 Tagen bekommen. Die erste Challenge ist, dass wir eine Lama finden müssen. Dafür müssen wir einmal hier wieder in die Battle Pass Lobby. Und dann links oben zu den Agenten. Diese Woche ist ja der Meowskills neu reingekommen. Und hier links neben diesem Wollknäuel und diesen ganzen Hanteln dort auf dieser Matte befindet sich dann das Lama. Dann als zweite Challenges müssen wir noch die ganzen Brücken besuchen, die wir auch schon mal, glaube ich, in Season 1 als Challenges hatten. Da werde ich euch jetzt mal die ganzen Standorte zeigen. Während wir da jetzt reinjoinen, würde ich mich natürlich riesig über Namen freuen. Ihr könnt natürlich auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen. Wir sind auch auf dem Weg zu den 500 Abonnenten. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen, wenn wir das schaffen könnten. Ihr könnt natürlich auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen. Dort werden wir heute wieder die Hype Night spielen. Und das Ganze, der Stream wird wahrscheinlich so gegen 16 Uhr losgehen, denke ich mal. Ich habe noch ein bisschen was an meinen Keybinds geändert und da werde ich mich hier mal erst so ein bisschen offscreen einspielen. Ich zeige euch jetzt allerdings als erstes mal die ganzen Standorte. Am besten bleiben wir dafür in der Luft. Die erste Brücke befindet sich zwischen dem Obstgarten und Pleasant Park. Das ist die blaue Brücke. Die rote befindet sich zwischen Pleasant Park und Salty Springs. Die grüne Brücke befindet sich dort neben dem Shadow Safe House auf, wenn man die Straße weiter folgt Richtung Lazy Lake. Dort ist die grüne Brücke. Die gelbe Brücke befindet sich auf dem Weg von Misty Meadows dort hinten zum Bunker. Einmal an dieser Brücke dort hinten. Und dann ist die violette Brücke beim Fluss bei Weeping Woods, wenn man den Fluss weiter nach Sloppy Swamp folgt. Also nochmal. Dort ist die violette Brücke, dort ist die gelbe Brücke, dort ist die grüne Brücke, dort die blaue und an der Stelle die rote Brücke. Das waren dann auch schon wieder die Challenges für diese Woche. Ich glaube, wir bekommen Spray oder was war das? Ladebildschirm oder so. Ist aber jetzt nichts ganz so Spezielles. Ich glaube, nächste Woche müssten wir die Lackierung davon bekommen und dann eben halt übernächste Woche dann den Skin an sich. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, ist ein nicer Skin. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und schaut natürlich gerne das andere Video, was heute online gekommen ist und generell alle anderen Videos. Und ich hoffe, wir sehen uns nachher im Stream dann wieder. Bis dahin, ciao.